Jetzt auf Togo.de. Das neue Spiel von Wusel. Wusels verrückte Erfinderwerkstatt. Wo ist die Spinne? Oh, wo ist die Spinne? Spinne! Oh, wenn die mich beißt! Oh, wenn die mich beißt, die Spinne! Oh. Aber das sollte sie doch! Wusel wollte sich in Spider-Wus verwandeln. Aber leider ist die dazugehörige, genetisch veränderte Spinne abgehauen. Wusel, ganz ruhig! Ich bin ja bei dir, okay? Es gibt einen kleinen Trick, wie deine Angst vielleicht ein klein bisschen besser wird, okay? Ich zeig dir jetzt Spinnenbilder und du guckst sie dir ganz genau an und beschreibst sie. Bereit? Wenn du meinst. Na komm, hier. Groß und haarig! Ja, aber schau mal ganz genau hin. Welche Farbe haben die Haare, wie lang sind sie und wie viele Beine hat die Spinne? Rot und schwarz. Und 8 Beine, wie bei allen Spinnen. Sehr gut, Wusel. Siehst du, du bist schon viel näher rangegangen. Wenn man vor etwas Angst hat, dann hilft es sich, die Sache näher anzuschauen und auf Kleinigkeiten zu achten. Guck dir mal die Augen an, Wusel. Also die hat ganz viele schwarze, runde Augen. 1, 2, 3, 4. Insgesamt hat jede Spinne 8 Augen. Pass auf, ein Bild habe ich noch. Die hat ein Kreuz auf dem Rücken. Das ist auch eine sogenannte Kreuzspinne. Die gibt's auch bei uns. Meine Spider-Fußspinne, die hat dich gebissen. Tut es sehr weh. Ja, aber was passiert denn jetzt? Bini, dir wird nun eine große Ehre zuteil. Du wirst zum Spider-Bini. Spider-Baby, guck mal, nicht mal das Lied weiß, was mit mir passiert. Spinnen gelangen auf verschiedene Weise an ihr Futter. Einige Arten bauen Netze und andere lauern ihrer Beute auf. Springspinnen sind Jagdspinnen und wie der Name schon sagt, springen sie ihre Beute an. Diese Spinnen leben auch in unseren Wäldern. Sie sind aber sehr klein und greifen garantiert keine Spaziergänger an. Andere Jagdspinnen leben am Wasser. Diese hier angelt sich einen Fisch, der fast so groß ist wie sie selbst. Die meisten Spinnenarten fangen ihr Futter aber mit einem Netz. Mit ihrem Hinterleib produzieren sie einen sehr dünnen Faden, der es in sich hat. Er ist 4-mal so reißfest wie ein vergleichbar dünnes Stahlseil. Die Netze sind eine fast unsichtbare Falle, in die die Beutetiere fliegen, sich verfangen und kleben bleiben. Die Spinne bemerkt die Berührung des Netzes, dann ist sie blitzschnell zur Stelle, lähmt die Beute mit einem Giftbiss und spinnt sie ein als Vorrat für später. Doch warum bleibt die Spinne nicht selbst kleben? Nicht alle Fäden sind klebrig. Die Spinne weiß ganz genau welche und auf denen läuft sie dann eben nicht. Ein viel kleineres Netz bauen die Lassospinnen. Es funktioniert wie ein Fischnetz. Mit den Vorderbeinen spannen sie es auf und fangen so ihre Beute.